Wir freuen uns, dass wir heute das Vergnügen haben, heute Morgen Frau Luise Häberle im Studio zu haben. Und die wird uns ein klein wenig aus ihrer Sicht über das 20. Jahrhundert erzählen. Meine erste Frage an Sie, Frau Häberle, ist, was war denn für Sie die sympathischste Person des 20. Jahrhunderts? Sie aus Niederlande, jetzt hätten Sie nicht besser gesagt. Ich habe mich jetzt gerade ganz spontan auf den Pschießer eingestellt. Dass ich jetzt erst eine Scheiße soll. Technik nochmal Schnitt. Gut. Also, so lange nicht mehr geschwätzt jetzt. Ja. Ich dachte, ich wäre schon beim ersten Mal klar. Aber dann ganz spontan auf meine Frage dann, ja? Okay, abgemacht, Frau Häberle. Ganz spontan. Wir freuen uns, dass wir es Vergnügen haben, Frau Luise Häberle im Studio zu haben. Grüß Gott, Frau Häberle. Grüß Gott, Herr Schmiederlein. Ja. Was war denn aus Ihrer Sicht, Frau Häberle, die sympathischste Person des 20. Jahrhunderts? Von da an. Ja, ich schreie zumindest, oder? Ja, also, ja, natürlich müsste ich jetzt eigentlich sagen, mein Mann, gell? Also, Karl, sei mir nicht böse, gell? Mach mir Geschiss, wenn ihr heute kommt. Du bist mir auch sympathisch, sonst hätte ich dir ja nicht heiratet, gell? Aber wenn ich es jetzt halt so ganz spontan, so ganz ehrlich sagen sollte, die sympathischste Persönlichkeit in dem Jahrhundert, also, ja, das war es halt nicht, gell? Sondern, also, das ist für mich einfach nach wie vor die Camilla von dem Charles. Ja? Ja, die Camilla von dem Charles, von dem in England, der Windsor, der. Der Thronfolger, der Charles, den kennen Sie doch, oder? Die Camilla Parker Bowles, meinst du? Ja, ja, die Camilla Parker Bowles, hatte ich doch gesagt, ne? Ja, die hat nämlich auch so einen Doppelnamen, gell? Die war auch verheiratet. Ja, und trotzdem, wenn die immer was miteinander kennt, vorher, nachher, während der Diana, immer. Immer wenn die was miteinander kennt, also im Moment sieht es ja ein bisschen wackelig aus, man weiß auch nicht, bei der Wohnung her, gell? Doch, also das war für mich einfach die sympathischste Persönlichkeit, muss ich sagen. Können Sie das ein wenig begründen, warum die Camilla Parker Bowles für Sie die sympathischste Persönlichkeit des 20. Jahrhunderts war? Ja, Schmiederlein, natürlich kann ich das begründen. Ich schwätze ja nicht bloß einfach sowas von mir, ne? Also, das kann ich mir schon ausdenken, natürlich, das ist ja klar, gell? Das verfolge ich ja über Jahre. Also wie gesagt, das war ja die Flamme da von dem Charles, da wie gesagt, auch während die Diana da noch gelebt hat, gell, und immer so unglücklich in dem Schloss rumgesprungen ist und in jeder Ecke reingekotzt hat, gell. Natürlich, so sagt man das ja nicht da, sondern halt da wegen dieser Bulimie da. Wie hat er diese Bulimie da gehabt, gell? Die Bulimie? Ja, die Bulimie, sag ich doch. Also sieht das auf meinen Fall, meine Nachbarin auch, gell? Also, Entschuldigen, können wir Ihre Nachbarin aus dem Spiel lassen? Gott sei Dank haben wir ja nicht gesagt, aus welchem Ort Sie kommen. Eben, also dann lassen Sie mir jetzt mal weiterschwätzen. Sie können es doch rausschneiden, da hätten Sie doch gesagt. Also ganz spontan ist mir das eingefallen, gell? Also gut, auf jeden Fall war ja der Leber, die Diana war immer... Oh, ja, kann man ja nicht machen. Und immer in ihr Zeit und Fuzis, gell? Immer, ihr hättet ja die Camilla am liebsten immer auf dem Scheiterhof verbrannt, gell? Und die Diana, ich meine, der ist ja gleich hinter und vorne alles in der... Ich meine, die hat man ja immer derart in der Himmel aufgelobt, ja. Weil sie immer so äußerst sympathisch ausgesehen hat. Aber ich war die da also sympathisch, gell? Die hat es auch mit meinen Lehrern gehabt. Was? Ja. Und ich meine, was die auch für die Mutter zum Beispiel Geld ausgegeben hat. Und was die zum Friseur gesprungen ist. Also was die Geld ausgegeben hat. Also wisst ihr, da kenne ich meine Zehnrichterleiter. Frau Häberle, wir sind doch hier nicht im Fernsehen, das geht doch gar nicht ins Mikro, also bitte. Das ist, Naja, jetzt passen Sie mal auf. Der Messer, das weiß ja jeder, wie teuer das ist, seine Zehnrichter zu lassen. Und die hat alles zum Friseur tragen. Und ich meine, die Camilla, die kennt es ja auch so machen, ich meine, die kennt ja auch zum Schönheitschirurgen laufen, gell? Und ihr ganzes Geld dann ertragen. Ich meine, der läuft freiwillig das ganze Jahr mit so einem Pferdegesicht rum. Aber da steht ich dazu, gell? Da steht ich dazu, aber ich meine, Pferd mag sie auch gern. Pferd mag sie auch gern. Das finden Sie sympathisch. Ja, und das macht da halt nichts aus, wie sie aussieht, gell? Ich meine, jetzt gibt es ja die neuesten Gerüchte, gell? Was heißt, im Moment wackelt es ja wieder, aber dann sagt man ja schon mal, also falls sie doch nochmal heiraten, die zwei, gell? In England, da fahren die ja noch mit der Kutsche dann da so durch ganz London, gell? Ja, also bei der Vermählung denkt man vielleicht doch eher mal einen Daimler nehmen, weil bei der Kutsche, da hätte man noch Brautvorspann. Naja, also das finde ich schon alles äußerst sympathisch. Die Stadt da einfach dazu, gell? Und dann hat der Charles hat ja auch in aller Öffentlichkeit gesagt, er hätte ihr Tampon sein wollen. Was? Er will mit einem Tampon verheiratet sein, also ich nicht. Wirklich nicht. Aber dann ist er natürlich auch so in der Heiraterei. Die Queen, die ist da ganz dagegen.
ist ja ganz dagegen wegen dieser Erbfolge. Dabei weiß ich, was sie da immer will. Gell? Die wird mindestens 100, bis die mal selber vom Thron nachkappelt. Da hängen die zwei Heide auch nicht mehr davor. Also insofern kann man die ja ruhig mal heiraten lassen. Gell? Umgekehrt ist natürlich, bei denen liegt das ja so in die Gene. Gell? Was? Ja, dass sie so alt werden. Die Windsoß da. Gell? Ich glaube, in Holland oder irgendwo schauen, die ist jetzt auch schon 98. Gell? Das liegt bei denen so in die Gene. Aber ich weiß natürlich auch nicht. Andererseits haben ja ganz eigene Theorie mit dem Adel. Will jetzt das wissen? Also ich erzähle sie nicht. Also ich bin natürlich schon längst der Meinung, die sind alle längst geklont. Wer? Was? Na, die Adelige. Die sind alle längst geklont. Geklont? Na ja, wie der Schaf, die Dolly da. Die sind alle längst geklont. Wieso? Wieso? Beweisen ja, ja, bitte. Also ich meine, man muss mal gucken, wie die da kreuz und quer durcheinander heiratet, gell? Immer verwandt, gell? Cousin und Cousine, ich meine, das ist ja der reinste Inzest eigentlich. Gell? Ich meine, da könnt ihr eine Geschichte von meinem Dorf erzählen. Gell? Aber eben bei denen tritt es gar nicht ein. Und dann, ich denke, die sind längst geklont und natürlich kann ich das beweisen. Ich meine, ich sammle das ja seit Jahren. Was? Ja, die Blätter da. Ja, ich meine, kaufen tue ich sie nicht. Ich hole sie beim Friseur und beim Frauenarzt. Kaufen tue ich sie nicht. Ja, die neue Revue und das goldene Blatt und Frau Aktuell und diese alle Häuser. Gell? Da musst du mal gucken, das kann ich belegen, gell? Innerhalb einer Woche ist die Caroline schwanger, dann ist sie es gar nicht. Dann geht sie mit dem Fitnesstrainer fort, dann nimmt sie doch den Schläger da aus Hannover, gell? Und dann kriegt sie Zwilling und dann ist sie beim Dalai Lama und weißt du, dass sie schon seit einem Jahr sterilisiert ist. Das kann ja nicht euch Caroline sein. Total schlampert aus, da sieht sie wieder total schick aus, gell? Da guckt sie wie so ein Sauerampfer, also das kann nicht euch haben. Ein bisschen mehrere sein, ja. Oder die Fergie, einmal ist sie dick, einmal ist sie dünn, gell? Na, jagt sie auf irgendwelche Partys, dann hockt sie wieder hinten drum, dann will sie doch den Endrum, dann nimmt sie den Italiener, und man, das kann auch nicht einer sein. Hören Sie mal, die lesen das alles so in diesen Blättern, wo in dem einen das steht, im anderen klar. Das, ja. Merken Sie denn nicht, dass in diesen Blättern alles erstunken und erlogen ist? Wieso zieht das jetzt? Kennen Sie die Caroline, oder? Sie sind doch auch ein Reporter, den Sie auch stecken und lügen, ne? Hören Sie mal! Wir sind hier bei Kulturwelle Croissant, wir berichten seriös! Ja, das sagen Sie aber alle, was wollen wir denen da nur glauben, vor allem seriös? Ich meine, da sagen wir, muss noch überhaupt Kohl! Was sagen Sie? Na ja, das war doch der Oberseriöse und der hat uns aber am allerlängsten verkohlt. Was? Ja? Keine Vorverurteilung hier, ja? Also, warte Sie mal. Ich meine, der Kohl, ich weiß ja nicht. Keine Vorverurteilung. Ich bin ja längst auch der Meinung, dass er auch geklont ist. Ich weiß nur nicht, ob es so große Apparate gibt. Was? Also große Apparate, gell? Ja. Aber der ist auch längst geklont. Ich meine, einer Leute kann auch nicht so viel Geld sammeln. So viel Koffer zum Schleppen, das kann auch nicht einer Leute. Also das müssen einfach mehrere gewesen sein. Also dieser Kohl, gell? Ich meine, wenn man jetzt denkt, ich meine, man hätte schon vor 10 Jahren müssen kennen. Ja, vor 10 Jahren haben Sie den auch gewählt. Wer, ich? Ja, freilich, in Ihrer Position haben Sie den auch gewählt. Naja, gut, schwamm drüber, hier haben auch gewählt. Ja, wir hatten ihn nicht gewählt. Ich meine, sonst wäre er ja nicht gewählt worden, nicht? Aber eben, schon vor 10 Jahren hat man das wissen können. Wisst ihr, da haben Sie damals zum Beispiel eine Neujahrsansprache von dem einfach wiederholt. Einfach die gleiche Neujahrsansprache ein Jahr später wiederholt, gell? Und dann haben Sie gesagt, es wäre aus Versehen gewesen. War nicht aus Versehen, es war ein Test. Was? Ja, die wollten wissen, wie blöd wir sind. Ja, und das hat geklappt. Keiner hat es gemerkt. Die hätten jedes Jahr diese Neujahrsansprache wiederholen können. Das hätte keiner gemerkt. Dann hätten wir als Testbild verwendet. Wahlplakat, immer gleich. Gell? Wir wären immer wieder drauf eingefallen. Aber im Großen und Ganzen muss man jetzt ja natürlich so sagen, das Beste wäre ja schon, er geht jetzt zu seinen anderen Konten in die anderen gegangen und da der Oberbämperle spielen. Gell? Und am besten gleich die Klone alle mitnehmen. Gell? Weil wenn einer übrig bleibt und dann hier doch ins Gefängnis kommt. Weil wer soll das zahlen? Was? Ja, was der zusammen nahe ist, der Leute. Abgespeckt hat er immer bis am Wolfgang sehen. Gell? Ja, das wär schon der Grund. Aber jetzt sammelt er wieder Geld. Man weiß gar nicht, wo das Geld alles hernimmt. Überhaupt ist ein Haufen Geld, gell, wenn man sich das vorstellt. Auch geklont. Da kennt ihr mir den Charles auch aus dem Bogenleister.